So, dann bin ich auch schon wieder nach einer kurzen Pause für euch, also Millisekunde, kam gerade der Besuch für mich. So, und dann begeben wir uns mal hier. Ich weiß auch, wir sind auch noch auf dem Weg zum Herrn Devin. Hallöchen. Na du. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Devin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Alles klar. Ich arbeite dran. Er hat noch gerade noch was. Okay. Ich habe jetzt eine Ration gekriegt. Instant Pillen. Soll ich jetzt einfach essen? Anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir natürlich. Hast du mit Devin geredet? Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Devin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Das habe ich mir jetzt auch hundertprozentig gemerkt. So, dann begeben wir uns mal hier rüber. Hier, genau hierher. Und jetzt müssen wir ins Archiv. Das sind aber bestimmt nicht diese Dinger hier. Wir brauchen ja Kassetten, wir brauchen ja keine Kristalle. Und wir gehen jetzt hier rein. Ja, und hoffen, dass wir jetzt das hier aufkriegen, ne? Hallo? Es ist noch nicht zu spät, sich zu erkennen zu geben. Instant Pillen? Das bringt nichts. Okay. Ach nee. Hier hat sich auch nichts getan. Ich weiß nicht, ob wir hier hoch müssen. Guck hier, hier ist eine Treppe. Habt ihr die Treppe jetzt gesehen? Hier geht eine Treppe hoch. Warum? Moment. Warum geht sie jetzt nicht einfach das Treppe hier hoch? Das traf ich nicht. Hier oben muss doch auch irgendwas sein. Aber na gut. Weiter geht's, Faye. Weiter geht's. Nicht schlafen. Kann ich jetzt eventuell hier ran? An den Terminal? Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Ach so, natürlich. Hallo, kleiner. Das Passwort ist Blaualge. Ich habe eine Frage. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich denn heute für Sie tun? Ich brauche die Originalaufnahmen der Daten, die ich mir vorhin runtergeladen habe. Zu Ihrer Eingabe wurde ein Eintrag gefunden. Soll ich das Ergebnis sortieren? Okay. Nicht nötig. Ich möchte diese Kassette bestellen. Sehr gerne. Fehler. Sind Sie wirklich Nigel? Bitte? Ist dies nicht Ihr Name? Loggen Sie sich bitte unter Ihrer richtigen ID ein. Bitte bestätigen Sie Ihre Benutzeridentifikation. Doch, ich bin Nigel. Vielen Dank.
Ein freundlicher Service-Mitarbeiter wird Ihnen die Videokassetten aus dem Archiv holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Okay. Aber ich brauche diese Kassette jetzt sofort. Ein freundlicher Mitarbeiter wird Ihnen das gewünschte Medium aus dem Magazin holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Dann muss ich sie wohl selbst holen. Aber Nigel, Besucher haben keinen Zutritt zum Magazin. Wo ist das Magazin? Das Magazin befindet sich im Untergeschoss, als Teil unseres umfangreichen Medienarchivs. Danke, ich bin dann weg. Habe ich den Kristall mitgenommen? Ich will den Kristall haben. Ach, kann ich jetzt nicht mehr. Ne, kann ich nicht mehr. Okay, gut. Also, Archiv ist hier unten. Ist also wirklich das Archiv. Wir kommen aber nicht rein ins Archiv. Warum kommen wir da nicht rein? Eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Aber wie kriege ich etwas zugeschweißt mit den billigen Items, die ich unten dabei habe, auf? Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Kann ich einfach den Glas finden? Na gut, das sind nicht umsonst Panzertür, ne? Das bringt nicht. Nee. Ja, gut, okay. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Huch. Nanu. Die ist also hinter der Panzertür. Lässt sich aber nicht bewegen. Ja, ich komme nicht raus. Uah, ah! Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir. Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Okay. Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Glaube ich nicht. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen. Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Boah. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Okay, ich bin ja, okay. Ich kann... Dann lasse ich... Ist Nigel hier irgendwo? Er ist Nigel. Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Also, da ist jemand drinne. Das raff ich jetzt aber auch nicht. Ich meine, irgendwas... Ich rede mal mit Salvador. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist dieses Atom. Die Originalaufnahme, die genaue... Okay. Ja, wow. Der Typ ist eine Hilfe wie eh und je. Wir begeben uns mal nach oben zum Delvin. Sterben mal, Freund. Wir brauchen noch... Ich arbeite. Ja, klasse, ey. Kannst du echt niemanden irgendwie ansprechen. Haben wir was Normales zu essen hier?
was Normales zu essen. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Kühltruhe. Sie ist zugefroren. Ah, jetzt kann sie auf einmal. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Sie ist zugefroren. Ich weiß nicht. Aber ich? Auf keinen Fall. Ach, na klar. Ich kann den Typen doch vielleicht die Cola geben. Weil trinken ist ja wichtiger als essen. So, gehen wir hier durch. Schauen wir mal, gucken, ob da noch was drin ist. Hallo? Münzbehälter reingreifen. Leer. Schlitz ansehen. Anscheinend muss man hier Geld einwerfen, um etwas zu bekommen. Maschine lesen. Red Curry Cola, neu. Und wir haben etwas Red Curry Cola für den Typen hier. Verstehe ich nicht. Bist du noch da? Ja. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich gehe dann. Wir haben auch nicht die Chance irgendwie. Ganz schön klebrig. Ah. Okay. Bist du... Ja. Curryhuhn. Ich muss ins... Hast du was? Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich gehe da... Ich hab da jetzt einen Curryhuhn. Guck mal, ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Yay! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was für ein Zeitalter sind wir denn, wenn das schon so hier aussieht, ey. Dunkelheit. Was willst du? Oh. Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Okay. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Schön, okay, ja, der ist wirklich... Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Okay. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen, das mag ich nicht. Okay, das war's schon. Gut. Okay. Ich schaue mal nach den Kassetten. Was haben wir denn hier? Kanister. An der Wand hing sein Wasservorrat. Regenwasser aus Kanistern. Das ist bestimmt wieder meine Schuld. Die Trinkwasservorräte waren aufgebraucht. Es gab nichts anderes mehr. Versuchen Sie das mal meiner Therapeutin zu erklären.